Nach dem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Kramatorsk hat sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Der ukrainische Katastrophenschutz sprach am Mittwochmorgen von 8 Toten und mehr als 50 Verletzten. Bei dem Beschuss durch 2 russische Raketen war laut ukrainischen Angaben auch ein Restaurant in einem belebten Gaststättenviertel von Kramatorsk getroffen worden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern oder Überlebenden. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Jeder solche Terrorakt beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland als Konsequenz aus all dem, was es getan hat, nur eines verdient: eine Niederlage und ein Tribunal. Kramatorsk liegt westlich der Frontlinien in der Provinz Donetsk und gilt als mögliches Hauptziel für einen russischen Vorstoß, um die gesamte Region zu erobern. Die Stadt war schon häufig Ziel russischer Angriffe.